Krieg den nur tot, wenn die Dunkelheit verbrannt ist. Dummer Sheriff. Mist, ich wollte wieder nachladen wie in Gears of War. Mir hat das Spiel wohl zu sehr gewohnt. Tot sind die Besessenen. Upsala. So. Mist, ich wollte wieder nachladen wegen Gears of War. Ich glaube, ich sollte mir das abgewöhnen. Und die Batterie sind wieder leer. So. Autsch. Oh, da ist noch ein Sülzhaken. So, Waffe nachladen. Nur zwei Schuss, ist ja wunderbar. Da hole ich mir lieber den Revolver. Okay, da zeigt ein Pfeil hin. Anscheinend noch da. Die Luft roch nach Fisch. Das war das Industriegebiet von Bright Falls. In der Nähe gab es sicher eine Konservenfabrik. Okay, nach da. Zeigt auf nächste Pfeil und... irgendwo hier müssen besessen sein. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich eine andere Waffe. Aber jetzt komm... Autsch. So, geht doch. Und jetzt da hoch. Und ich höre wieder dieses Atmen. Und hier ist wieder eine Kiste. So, Leuchtpistole. Wie praktisch. So, jetzt komm! So, L hat's geschafft. Nachgeladen und weiter. Bis zum nächsten Kontrollpunkt spiele ich noch und dann heißt es erstmal Ende für diese Folge. Oder für diese Aufnahme, wie auch immer man das haben will. Und ich gehe jetzt am besten mal ins Diner. Gegen Hochleistungstaschenlampe. Wechseln. So, ist doch gut. Lithiumbatterie. Jukebox verwenden. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen. Oh, ich erinnere mich jetzt. Ja, in der Jukebox läuft jetzt Coconut und da ist eine Manuskriptseite, die lasse ich vorlesen. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry, irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Und da läuft Coconut. So, und jetzt geht's anscheinend weiter. Ab durch die Tür und folgen. Hopsala! Unhöflich. Ja. Leuchtfackel genommen.
Lithiumbatterien. Sie haben das Recht. Alter, was geht mit denen? So, da haut mir gleich die ganze Kugeln weg. Nachladen. So geht das. Puh. Und da ist ein Notfallkasten. Den plündere ich jetzt erstmal. So weit, so gut, Wake. Ja, Kontrollpunkt erreicht, würde ich mal sagen. Und dann heißt es erstmal für dieses Mal, das war's erstmal mit dieser Folge Let's Play Alan Wake. Und ich denke mal, hoffentlich hat es euch gefallen. Und jetzt sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.